Hey und willkommen zu einer neuen Reaktion zu Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Gestern am 7.8.2019 erschienen neue Trailer, die wir uns natürlich gemeinsam reinziehen wollen, wenn auch einen Tag später, da ich gestern unterwegs war. Hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich lese im Titel schon ein neues Team und neue Rivalen in Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Ah ja, na, bin schon gespannt, was sich da wieder aus dem großen Leak der Vergangenheit bestätigen wird. Ich habe auf jeden Fall so die ein oder andere Vermutung. Der deutsche Trailer geht 2 Minuten lang, der japanische 3. Wir gucken natürlich wie immer beide, da der japanische nochmal andere Szenen beinhaltet. Und das Ganze erstmal in normaler Geschwindigkeit und dann in verminderter Geschwindigkeit, beginnend mit dem deutschen Trailer. Let's go. Okay. Soundtrack jetzt nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ist ja auch nichts Neues, aber jetzt Gala-Formen werden enthüllt. Ja gut, damit konnte man ja rechnen. Und natürlich mit einem Pokémon aus der ersten Generation, Smogmog. Gala-Smogmog. Giftfee? Was? Okay. Die Typenkombination finde ich ein bisschen weird, aber das Design sagt mir zu. Genauso hier bei Zigzax und Geradax. Beide unlichtnormal. Ja, doch. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und was ist jetzt los? Weiterentwicklung oder was? Barrikadax, Unlicht normal. Also gleicher Typ, aber es scheint eine Weiterentwicklung zu sein. Das gab es ja schon lange nicht mehr. Weiterentwicklung alter Pokémon. Und es ist das erste Mal, dass sich eine alternative Form weiterentwickelt. WTF? Aber ich bin kein Fan von diesen menschenähnlichen Monstern, muss ich sagen. So, und hier haben wir das Pikachu-Pokémon der Generation. Elektro-Unlicht vom Typ. Maupeku war der Name, ne? Ja, Maupeku. Ach, es hat eine Sattform und eine Hungerform. Irgendwas hat sich da jetzt auch geändert. Ich konnte es aber gerade nicht lesen. Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Schauen wir gleich nochmal nach. Design ist auf jeden Fall okay. Und wer bist du? Meine Oma? Bettis. Okay. Ui. Und Mary. Also zwei neue Rivalen, die vorgestellt wurden. Und hier haben wir Team Yell. Marys wilder Fanclub. Ah, das war auch aus dem Leak bestätigt, dass das böse Team ein Fanclub von jemandem sein wird. Von dieser Mary also. Okay, das kann ich verstehen. Die wirkt aber eigentlich gar nicht so wirklich böse. Eher ganz süß, muss ich sagen. Eigentlich ist sie gar nicht mein Typ, aber ich finde sie voll cute. Dieses Team Yell allerdings... Ich fand ja Team Skull schon ein bisschen lächerlich, ne? Aber, boah, das ist ja nochmal eine Stufe drunter. Ich meine, habt ihr das gesehen mit dieser komischen Tröte? Und dann hat der eine noch so ein Bild von ihr, wo sie im Bett liegt. Ich meine, what the fuck? Ich habe auch ein paar fanatische Fans. Ich glaube, ich hat jeder YouTuber, aber das geht ein bisschen zu weit. Weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Es wirkt halt einfach lächerlich und ideenlos. Aber gut. Ich glaube sowieso, dass das wieder so eine Art Team Skull wird, so von wegen, wird als das böse Team vorgestellt, aber eigentlich sind die wahren Bösewichte ganz woanders. Ich habe da ja schon eine Vermutung, aber werde ich jetzt noch nicht droppen. Gucken wir mal später. Ging jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schnell alles. Ich konnte mir bei den meisten gar nicht erlauben, so viel zu sagen. Jetzt in verminderter Geschwindigkeit holen wir das nach. Fand einige Dinge gut, andere wiederum nicht. Also die Musik mag ich gar nicht, muss ich sagen. Ich hoffe, die wird im Spiel jetzt nicht so präsent sein. Die Gala-Formen haben mir zugesagt. Hier dieses Alola Smogmog feiere ich sogar ziemlich, muss ich gestehen. Einfach weil diese industrielle Form mit diesem riesen Schornstein und dem Rauch super zum Pokémon und zur Region passt. Weil in Gala ist ja alles so ein bisschen industriell. Das feiere ich sehr. Allerdings Giftfee als Typ, ich weiß nicht. Fee macht für mich gar keinen Sinn, aber da wollte man wahrscheinlich einfach nochmal was Besonderes raushauen. Okay, müssen wir akzeptieren. Dann bei Geradax passt alles. Unlicht normal, geiler Typ, so. Design feiere ich mega. Aber diese Weiterentwicklung, wenn es denn eine ist, wovon ich aber ausgehe, weil das ist ja sogar der Weiterentwicklungsscreen. Dieses Barrikadax, davon bin ich kein Fan. Ich mag generell diese auf zwei Beinen stehenden Monsterviecher nicht, diese menschenähnlichen. Das stört mich einfach. Feier ich null. Das hat mir ja auch den Feuerstarter aus der letzten Generation versaut. Nee, mag ich einfach nicht. Dann hier das. Das Pikachu sieht aus wie so ein Sandwich irgendwie, aber ich find's in Ordnung. Elektro-Unlicht.
Okay. Und das war die Sattform. Was ändert sich jetzt bei der Hungerform? Außer dem grimmigen Face, was ich sehr geil finde übrigens. Der Typ seiner Attacke, Aura-Rad, ändert sich von Elektro zu Unlicht. Ah, okay. Nur die Attacke ändert sich, nicht der Typ. Alles klar, dann ist es gar nicht so kompliziert. Bringt einen taktischen Aspekt mit rein. Ja, kann man machen. Ich war jetzt vom Design her zwar mehr ein Fan von zum Beispiel Deden, aber es ist auf jeden Fall okay. So, dann Rivalen. Was ist das? Für mich sieht es aus wie eine Oma. Ist das meine Oma? Wenn ja, warum? Warum ist sie mein Rivale? Ziemlich seltsam. Und bei dieser Mary müssen wir halt auch mal schauen. Wird vom bösen Team verehrt. Was total lächerlich wirkt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie selber auch böse ist. Klar, sie hat so diesen düsteren Touch, dieses Emo-mäßige, aber deswegen muss sie ja nicht gleich böse sein. Und sie kommt halt auch überhaupt nicht so rüber, irgendwie. Ich meine, wenn man ihren Blick sieht, dann ist das eher so ein Mädchen auf ihrer Selbstfindung für mich. Aber keine Ahnung. Vielleicht interpretiere ich auch ein bisschen zu viel rein. Ich denke, wie gesagt, dass die Bösen ganz andere sind und dieses Team Yell eher cringe wird. Wie Team Skull. Also quasi dieselbe Idee nochmal. Ja. Feiere ich jetzt nur bedingt. Schauen wir jetzt noch in den japanischen Trailer rein. Der geht, wie gesagt, 3 Minuten und hat meistens noch andere Szenen. Ja, direkt zu Beginn. Die Mine. Ein Aufeinandertreffen mit der Oma. Also ich glaube zumindest, dass es eine Oma ist. Und hat die irgendwie so Käsereiben an den Beinen oder was war das? Ja, also es muss nicht unbedingt eine Oma sein, aber es ist auf jeden Fall eine ältere Frau. Und wisst ihr was? Die sieht für mich überheblicher und böser aus als diese Mary. Wenn man sich mal die Mimik anguckt. Okay, verschiedene Szenerien mit Team Yell. Ey, der Trailer ist jetzt einfach schon wieder besser, ne? Man sieht einfach viel mehr von der Spielwelt und von der Integration der Charaktere. Vor allem habe ich das Gefühl, hier nimmt man sich auch ein bisschen mehr Zeit. Bei dem anderen wirkte alles so reingepresst in 2 Minuten. Schnell, schnell, schnell. Oh, hier siehst du einfach viel, viel mehr. Du kannst ein viel besseres Bild machen. Allerdings finde ich Team Yell immer noch lächerlich. Ey, diese Sache mit dem Bild und hier dieses Bild im Hintergrund. Das ist krank einfach nur. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber diese Mary ist nicht böse, niemals. Niemals. Die wirkt sogar schüchtern. Die Frage ist nur, warum hat sie einen Fanclub? Ist sie berühmt oder was ist das Ziel? Außerdem hat sie das Pikachu-Pokémon der Generation. Sie kann nicht böse sein. Oh, was ist das? Ein Job? Garage? Bahnhof? Oder war das Pokémon Center? Hä? Was ist das denn jetzt? Hä? Okay, keine Ahnung. Ui, aber diese Szenerien fand ich jetzt echt schön. Und ist das schottische Musik im Background? Ja doch, oder? Das ist doch ein Dudelsack. Safe. Ich dachte eigentlich, es würde nur um England gehen, aber ich glaube, es geht doch um Großbritannien im Ganzen. Oder war das schon bekannt? Wenn ja, check ich das jetzt. Ja, aber ich fand diese schottische Musik auf jeden Fall frisch und viel besser als die andere Musik in dem Trailer. So, und ja, wir können jetzt mittlerweile eigentlich sicher sein, dass es eine Weiterentwicklung ist. Man hat ja gerade auch die Musik gehört. Okay, okay, ja. Ich find's schön, dass sie mal wieder so eine Entwicklungsgeschichte mit alten Pokémon machen. Aber es sagt mir nicht zu. Genauso wie Flottbälle als Vorbestellerpreis. Alter, was ist das? Als ob ich mir das Spiel jetzt wegen den Flottbällen vorbestelle, weißt du? Dann doch eher wegen der Switch Lite. Okay, ja, viel, viel besser der Trailer mal wieder. Aber diesmal so richtig. Weil sich hier einfach mehr Zeit genommen wird und man kann viel klarere Gedanken fassen auf das, was man sieht. Man muss nicht schnell wieder ans Nächste denken, weil alles irgendwie in 2 Minuten gepresst ist und gefühlt auch nur mit 2 Szenen jeweils. Während hier einfach viel mehr von der Spielwelt und der Integration der Charaktere gezeigt wird. Feier ich viel, viel mehr.
Und ich glaube, wir sollten jetzt auch auf genau das gucken. Also diese Mine wird wohl eine größere Bedeutung haben. Scheint auch in dieser Steppe zu liegen. Oder ist das jetzt nur Zufall, weil man halt einfach ein paar Szenen mit der Oma einblenden möchte? Ich schätze mal, auf der Pokémon-Homepage wird man wieder etwas mehr erfahren. Das ist bisher bei jedem Trailer so gewesen. Ich werde die wieder in die Kommentare verlinken und dann kann sich jeder ein eigenes Bild auf die Charaktere machen. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht sicher sein, dass es eine Oma ist, ja? Vielleicht ist es auch einfach nur eine ältere Frau, die, weiß ich nicht, in ihrer Midlife-Crisis steckt. Auf jeden Fall seltsamer Charakter. Auch Team Yell bleibt auf jeden Fall sehr seltsam. Aber von dieser Mary bin ich jetzt auch Fan. Vielleicht schließe ich mich Team Yell an, aber ohne so affig zu wirken. Das Geradax passt allerdings sehr gut zu denen, muss ich sagen. Also das passte die Faust aufs Auge. Sehr gut. Vor allem so lächerlich, ne? Kaum taucht sie auf, machen sie sich wieder ganz klein, dieses komische Team Yell da. Ich frag mich auch, ob sie von ihrem Fanclub genervt ist oder ob sie diese Verehrung feiert. Aber sie wirkt nicht so. Eigentlich wirkt sie nicht so. Sie sieht für mich eher aus wie so ein schüchternes Mädel, was nicht weiß, wo sie hin will. So. Ich bin auf die Story gespannt. Vielleicht können wir ja irgendwie helfen. Würde ich auf jeden Fall machen. Aber wie ändert eigentlich dieses Pokémon seine Form? Bekommt es mitten im Kampf plötzlich Hunger oder was? Es wirkt nämlich so, als würde es von Runde zu Runde wechseln. Aber das wäre ein bisschen nervig, oder? Und was zum Henker ist das hier? Hier kann man ja offenbar irgendwelche Sachen kaufen. Also es scheint halt wieder ein Minispiel zu sein für die Pokémon. Und man kann sie vielleicht auch irgendwie auf Reisen schicken oder so. Ich denke, das ist etwas, um Items zu bekommen oder um die Zufriedenheit der Pokémon zu erhöhen. Man sieht es ja auch hier, die feiern das ab. Keine Ahnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier, diese Szenerien der Oberwelt finde ich echt wieder sehr, sehr gut. Es scheint so, als hätten sie viel Zeit jetzt reingesteckt, um das zu verbessern. Es sieht grafisch wieder besser aus. Und ich habe das auch gefeiert, wie die Pokémon da integriert waren in dieses hohe Gras. Oder auch dieses kleine Zickzacks da, aus dem Nichts erschienen. So von wegen, es hat sich im Gras versteckt, merkt, da kommt jemand und dann hüpft es da raus aus dem Gras. Es hat sehr realistisch gewirkt. Das ist eigentlich die beste Szene des Trailers. Weil es Hoffnung macht, dass die Overworld jetzt doch langsam Hand und Fuß annimmt. Und mit der schottischen Musik, sehr abwechslungsreich, like ich. Das Einzige, was mir wirklich gar nicht gefällt, ist das Pokémon, aber gut. Da hat halt jeder seine eigene Meinung. Gibt bestimmt viele von euch, die es mögen. Ich jetzt eher weniger. Wobei es auch nicht komplett scheiße ist. Also versteht mich nicht falsch, ja? Ich finde es zum Beispiel auch besser als Feuerstarter. Aber ich mag einfach grundsätzlich nicht diese auf zwei Beinen stehenden Tierviecher. Nee. Insgesamt jetzt kein mega hypender Trailer, aber ja, neue Charaktere vorgestellt. Hoffnung gemacht auf eine bessere Overworld. Ich denke, nächsten Monat werden wir dann wohl die Startentwicklungen erfahren und hoffe mal, dass es dann nicht brennt. Aber ja, die Vorfreude ist zumindest ein bisschen gestiegen. Wie sieht's bei euch aus? Schreibt's gerne in die Kommentare. Danke fürs Ansehen des Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao.